willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich hatte einfach mal richtig Bock, wieder auf eine Runde FIFA 22 einfach mal eine Runde ganz normal spielen. Wenn du mal wieder mehr FIFA haben möchtest, dann schreib es mir unten in die Kommentare und dann wird es da bestimmt auch noch mal ein paar Videos zu geben. Irgendwann kommt dann ja auch schon FIFA 23, das letzte, unter dem Namen FIFA, zumindest von EA. Da gibt es ja dann ein neues Spiel, wie auch immer man das dann findet. Wir spielen einfach mal Schnellspiel und wir spielen, ich würde einfach mal sagen, Anstoß. Wir nehmen aber andere Mannschaften. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf ein Derby, wenn ich ehrlich bin. Und wir schauen mal, mit wem könnten wir spielen. Ja, wir könnten natürlich verschiedene Modi spielen. Ist klar, ist klar, ist klar. Daran sieht man, wie häufig ich einfach Anstoß gespielt habe. Zack. So, wir spielen. Sollen wir Hausregeln irgendwie spielen oder sollen wir klassisch spielen? Warte mal. Sobald der Ball ins Aus geht, besteht die Chance, dass er durch einen neuen Überraschungsball ersetzt wird. Ja doch, komm, wir nehmen einfach mal so einen Überraschungsball. Und wir spielen Frechheit, wir sind hier noch in der zweiten Liga. Ja, das machen wir mal nicht. Wir können auch Frauen spielen, wobei. Wisst ihr was? Ich habe Bock auf England. Ich habe Bock auf England. Ich habe Bock auf Liverpool. Wir spielen jetzt Liverpool. Wo ist LFC? 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 Da. Und wir spielen gegen United, würde ich sagen. Ach, das sind natürlich nur die alten Trikots. Ich liebe ja das United-Trikot, muss ich gestehen. Also jetzt das neue finde ich noch geiler, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt war es dann ja auch so weit, dass United 2-1 gegen Liverpool gewonnen hat und damit Liverpool schon so eine kleine Krise geschossen hat. Aufstellung 4-3-3, Mané noch am Start, Diogo Jota, Mo Salah, Henderson, Fabinho, Thiago, Robertson, Van Dijk, Matip, Trent, Alexander, Arnold. Man muss dazu sagen, momentan Liverpool auch echt mit einer Seuche, was Krankheiten angeht und Verletzungen. Bitter. Ruhm Dias packen wir auf jeden Fall mal auf die Bank. Komm, Oxlade-Chamberlain dafür runter. Wir haben ja mit Milner noch ein ZM. Minamino ist ja, glaube ich, nee, ist auch nicht mehr da. Naby Keita ist halt andauernd verletzt. Den packen wir mal für Milner drauf. Curtis Jones brauchen wir nicht. Gordon Clarkson, Clayton Williams, Origi ist ja auch weg. Harvey Elliott spielt momentan sehr viel. Sehr, sehr viel, was ich feier, weil ich glaube, da kann man richtig viel noch erwarten. Wir spielen mit einem Überraschungsball. Ich glaube, wir haben auf Profi gestellt. Ich weiß es gerade gar nicht. Das könnte okay sein. Ich muss dazu sagen, boah, Alter, das ist aber schnell. Ich habe ewig kein FIFA mehr gespielt. Nicht, weil ich nicht so die Lust drauf habe, easy, sondern vielmehr, weil mir dafür ein bisschen so die Zeit auch ehrlicherweise fehlt. Das lübt aber. Wir machen das jetzt einmal hier, das Spiel. Oh, what? Dass der daneben gegangen ist, war ja frech. Lalalala. Was? Ich hab doch getroffen. Achso, ich hab das Hindernis auch. Ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Das ist nicht so meins. Ich muss kurz gucken jetzt mit der Kamera, dass die auch passt. Oh, Fernando Torres. Walk on. Okay, ich sing jetzt nicht, Dingens. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute aus. Gib es nicht. Ich fange jetzt mal nicht hier an. You Never Walk Alone zu singen. Da bekomme ich tatsächlich jedes Mal. Okay, der Ball hat jetzt einen Passspielboost. Das ist. Boah, das ist. Oh, das geht aber schnell, holla die Waldfee.
bekomme ich immer die Krätze, wenn ich You Never Walk Alone höre. Außer natürlich, wenn es bei Liverpool ist, dann finde ich es geil. Da ist es aber auch das Original. Ja, Jürgen, was habt ihr gemacht? Gegen United. United da natürlich auch geil gespielt, muss man sagen. Dribbling Boost plus 1. Ecke in die Mitte, da ist Mané, der Kopfball, das Kopfballungeheuer, Hust. Oh lol, Trent läuft komplett von dem Ball weg. Aber Van Dijk, stark. Ach, abseits der mit, ja, auf jeden Fall United gegen Liverpool war schon, also war ein geiles Spiel, muss ich sagen. Jetzt für euch natürlich auch schon wieder etwas länger her. Es war auf jeden Fall sehr geil. CR7 ja nicht dann mal dabei von Anfang an. Und ich muss sagen, es hat United nicht geschadet. Definitiv nicht. Im Gegenteil. Das Problem ist halt, ich liebe ja CR7 selber sehr, sehr doll. Aber eine Mannschaft muss sich halt immer sehr stark nach ihm dann richten, weil sein Spielstil halt wichtig und ihr wisst, was ich meine. Ist halt sehr fordernd, auf gut Deutsch gesagt. Und dementsprechend dann manchmal etwas kompliziert. Und dann Elanga dafür reinzutun, der gerade auch am Ball vorher noch war, der ja dann fast das 1-0 relativ früh macht, den Ball aber gegen den Pfosten haut, aber insgesamt ein starkes Spiel macht, hat Ten Hag dann recht gegeben, ne? Ich mache mir bei Liverpool jetzt auch auf Dauer ehrlicherweise keine Sorgen. Oh, Henderson, ganz schlechter Schuss. Ich mache mir auf Liverpool jetzt nicht irgendwie die Sorgen, dass sie da irgendwo unten reinrutschen. Oder dass die irgendwie die Champions League verpassen würden oder sowas. Aber ist auf jeden Fall mal ein kleiner Dämpfer, ne? Oh, Bruno Fernandes stark angenommen. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt hier nicht. Boah, Alter, ist das stark gemacht, aber daneben. Ich bin ja jetzt nicht der. Also, ich verfolge die Premier League schon, aber ich bin ja jetzt nicht derjenige, der hier wirklich alle Spiele schaut. Ich schaue sehr gerne einfach am Montag mal welche oder dann, wenn halt keine Bundesliga gerade in dem Moment ist. Jetzt Sadio Mané, der Assi-Ball und 1-0. Easy. Wer war's? Ach, Diogo Jota, ja, okay. Ich verfolge das halt dann in den Zusammenfassungen, ja, also The Zone, nee, nicht The Zone ist es ja gar nicht mehr, ist es ja jetzt wieder. Wie heißen die Boys? Sky, genau Sky, die Zusammenfassungen hochladen und die schaue ich mir dann auch eigentlich von allen Spielen soweit an, sodass ich also wirklich alle Spiele in Überblick habe. Also so verrückt bin ich schon, tue ich ehrlicherweise aber auch von der Ligue 1 und teilweise auch von der Serie A und von La Liga natürlich auch. Also ich schaue schon viel. Oh, lalala, alles gut. Aber ich schaue halt jetzt nicht alle Spiele live, ne? Einfach weil, oh, der war unangenehm. Ja, das ist mein Fail gewesen. Ich hab nicht darauf geachtet, dass da ja das Tempo höher war. Ach, abseits wahrscheinlich, ne? Ja, war eine Sekunde zu spät. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja im Herzen so einen kleinen Sweet Spot immer noch für United. Auch wenn ich halt insbesondere Liverpool halt die Daumen drücke. Aber das halt eher wegen Klopp, weil ich dem halt alles Gute gönne. Ups, Fail. Und halt auch Chelsea irgendwo, ne? Also das sind so ein bisschen die, ja, die Deutschland-Sympathie, nenne ich es jetzt einfach mal. Wegen Tuchel dann und wegen Klopp. Aber ich habe halt im Herzen immer noch nach wie vor schon immer gehabt, so einen kleinen Sweet Spot für Man United. Ja, ich mag den Verein einfach sehr, sehr gerne und Diogo Jota. Easy. 2-0. War immer schon so ein klein bisschen, wo ich sage, ah, die Red Devils sind einfach, ich mag die einfach, auch wenn ich eher. 3-0. Wieso 3-0? Moment mal. War das wegen diesem Mal 2? Ich habe das natürlich jetzt ehrlicherweise nicht
komplett gelesen. Was da stand, aber ist das dann mal zwei, wenn oben in der Ecke mal zwei? Ah, lol, da steht auch mal zwei, ja, verstehe. Ich dachte, mal zwei würde bedeuten, dass es Top Tempobus nicht nur mal ein, sondern mal zwei. Okay, got it. Ja, 3-0, easy. Oh la la, ist das schnell dann, ey. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Transferpolitik von United nicht gerade geil. Jetzt hat man ja Casemiro mittlerweile. Und Casemiro ist natürlich ein starker Spieler, also versteht mich da bloß nicht falsch. Ich halte Casemiro für eine echt an sich starke Verpflichtung, aber auch, oh la la, gut gerettet, aber auch schon 30, ne? 30 oder 29, eins von beiden. Und da tue ich mich halt schwer mit. Abseits, oh Mann, weil du möchtest ja theoretisch, dass Erik ten Hag jetzt als neuer United-Trainer, ich hoffe, der bekommt auch die Zeit dafür, oh Jota. Oh, ups, ich dachte, er kommt raus. Du möchtest ja schon, dass er was aufbaut, langfristig, wohl bemerkt. Weil kurzfristig sehe ich den Hag da nicht. Dafür bräuchtest du eine Top 11 und die dann irgendjemand hat. Irgendein Trainer, der halt verwalten kann, auf gut Deutsch gesagt, der das managen kann. Also so ein Zidane oder so ein Ancelotti. Die können halt so ein. Oh, der ist drin. Nee, doch nicht. So ein Star-Ensemble einfach sehr, sehr gut verwalten. Ne? Siehe halt jetzt dann wirklich Ancelotti wieder. Aber ich halte Ten Hag, Salah 4-0, halt eher für jemanden, der etwas aufbauen kann. Sehr gut. Und genau das muss man halt bei United meiner Meinung nach machen. Du brauchst natürlich Stützen. Ganz klar. Dafür ist Casemiro wunderbar. Aber ich bin der Meinung, man muss halt auch noch ein bisschen auf ein paar jüngere Spieler setzen. Und na, es ist schwierig. United nicht die Mannschaft, wo ich sage, die ist so unbedingt am besten geführt. Also die Glazer Family ist ja jetzt auch nicht um, what the fuck, nicht unbedingt so beliebt beim Anhang von United. Schwierig, schwierig. Ach, es ist Halbzeit. Okay, ich war gerade so, was ist jetzt los? Aber ich hoffe natürlich, dass man auf Dauer wieder hochkommt. Auch so, also hochkommt. Ich meine, dass man ein bisschen auf die Beine kommt und dann irgendwann auch wieder um Titel mitspielen wird, weil ich glaube, das könnte in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, wobei 5 jetzt schon echt ein bisschen Nummer hoch ist, etwas schwieriger werden. Etwas schwieriger auf jeden Fall. Ich sehe da, das war ein Foul, okay. Ich sehe da einfach den Stadtnachbarn alleine, ja, einfach deutlich drüber momentan, ne? Also City ist da einfach eine Nummer für sich momentan. Und eigentlich halt auch Liverpool. Jetzt kommt Arsenal momentan. Oh, Jota, den musst du machen. Liverpool, ach Liverpool, Arsenal auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, was mich sehr freut. Da hat man es ja auch gemacht. Man hat mit. What the fuck ist ja schnell. Boah, stark, Van Dijk. Mit Arteta. Wo man gesagt hat. Hat der wirklich noch eine Zukunft bei Arsenal? Man hat durchgezogen. Und erntet momentan so ein bisschen die Lorbeeren dafür. Und United steht denen komplett offen. Fabinho jetzt nicht unbedingt der schnellste aller Welt auf der Welt, aber schade. Man erntet die Lorbeeren dafür. Wobei man sagen muss, United und Arsenal sind da halt schwer zu vergleichen, ne? Weil im Zweifelsfall ist bei United der Trainerstuhl etwas lockerer. Man muss sagen, beide sind schon eher auf Konstanz. Aber ich würde sagen, dass ein Trainer bei Arsenal mehr Chancen, glaube ich, bekommt als bei United. Ich sage mal so, man hatte ja bei beiden, hatte man ja
Trainerlegenden, muss man einfach so sagen. Also mit Sir Alex Ferguson natürlich abseits der Trainer schlechthin, würde ich sagen. Ich meine, wie lange war es? 30 Jahre? Come on, ne? Und ich sag mal so, in die Fußstapfen zu treten, ist natürlich auch nicht leicht. Und da haben sich eben jetzt schon ein paar Trainer verbrannt. Und gleichzeitig bei Arsenal mit Arsène Wenger, ne? Oh, der wäre geil gewesen. Aber doch. Mit Arsène Wenger hat man natürlich auch jemanden da gehabt bei Arsenal, der halt auch was hinterlassen hat, ne? Wobei man sagen muss, hier leider ja gegen Ende war das dann doch etwas unrühmlich alles, weil Wenger dann doch vielleicht ein Jahr auf zwei zu lange da war. Dann kam ja unter anderem Unai Emery, ne? Der ja auch relativ lange tatsächlich ja sogar bei Arsenal war, aber nicht so den durchschlagenden Erfolg hatte eben. Jetzt momentan ja bei Villarreal. Und da ja in der Liga ja immer so eine Sache tatsächlich, aber man hat da international auf jeden Fall gut abgeräumt, kann man glaube ich so sagen. Und das sei ihm auch gegönnt. Ich halte Emery für einen guten Trainer. Arsenal nach Wenger vielleicht eine Nummer zu groß in dem Moment. Und Arteta, früher ja der Co-Trainer, what the fuck, Alter, dieser Boost, der wundert mich jedes Mal wieder. Vorher ja der Co-Trainer von Pep Guardiola. Müsste, ne? Müsste so richtig sein. Ich sag mal so, da lernst du natürlich auch so ein bisschen was, würde ich behaupten. Und da hat man einfach, ja, da hat man einfach gesagt, okay, pass auf, wir geben dir die Chance. Arsenal war eine gewisse Zeit lang so ein klein wenig die Lachnummer der Premier League. Aber so langsam aber sicher kommt man wieder. Und ich freue mich für Arsenal. Gehören natürlich meiner Meinung nach auch da ganz nach oben hin, ne? Wie ein Liverpool, wie ein City, Chelsea, United eben auch. Und dann eben Arsenal. Während Mané, oh, der wäre schön gewesen. Während Mané hier mal eben alle austrickst. Also da oben die Big Six ist schon geil. Also natürlich sind das, oh, Ronaldo jetzt müsste das 6 zu 2 machen. Nö, also 2, weil doppelt gezählt hätte. Aber ich hoffe einfach, dass United da auf Dauer hinkommt. Dass man Erik ten Hag, den ich für verdammt fähig halte, easy, die Zeit gibt, die Chance gibt, eine gute Mannschaft aufbaut. Danach lässt einen geilen Fußball theoretisch spielen. Ich spiele auf Profi, oder? Ich habe das Gefühl, das ist viel zu leicht manchmal. Kann ich das hier noch sehen? Nee, kann ich ja gar nicht mehr sehen, ne? Nee, kann ich nicht sehen. Schade. Ich traue ihm das zu. Ich bin sehr gespannt, wo man sich noch in der Zukunft dann auch verstärken wird. Ich bin gespannt, was mit De Gea ist. De Gea, ne? Da tue ich mich sehr schwer mit. Auf der einen Seite manchmal Weltklasse, manchmal aber auch die größte. Ja, nicht lachen um mal, wäre übertrieben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich bin gespannt, was mit Harry Maguire wird. Das ist ja auch, sagen wir mal ehrlich, Harry Maguire an sich eigentlich natürlich ein guter Spieler. War der jemals das Geld wert, was für ihn gezahlt wurde? Nein. Auf gar keinen Fall. Aber okay. Was passiert mit CR7? Das Video kommt erst in ein paar Tagen raus. Bis dahin kann sich schon viel verändert haben. Maybe. Ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, mein kleiner Sweet Spot im Herzen für United hofft einfach, dass alles gut wird. Und dass wir da in Zukunft viel Spaß mit denen haben werden. Und noch ein paar geile Jahre sehen werden, wo die Red Devils auch mal wieder ganz oben thronen. Das wäre schon ganz sch 8 zu 3, bitter. Ist schon frech, dass die direkt drei Tore kriegen, ne? Jadon Sancho. Mal ehrlich, wie geil war das Tor von Jadon
Jadon Sancho gegen Liverpool. Das war so genial gemacht, dass er da nochmal aufzieht. Schaut euch das an, ich kann hier durchrennen, what the fuck. Ich muss jetzt gleich mal gucken. Ich habe auf Profi gestellt, also das ist ja frech. Ist ja easy. Jadon Sanchos Tor war einfach geil, also das muss man einfach so lassen. Dass er da einfach wirklich Milner und auch Alisson komplett auf dem Hosenboden hat und dann einfach ganz entspannt einschieben kann. Ey, das war cool. Das war echt, echt nice. Und da habe ich auch echt nicht schlecht geguckt, weil Jadon Sancho ja auch so einer war. Der war auf Dortmund vor allen Dingen, in Dortmund einfach eine Institution. Und so wie er bei United war, war dann eher so ein, ja, jetzt hat Ole Gunnar Solskjaer, oder wie auch immer ausgesprochen wird, nennen wir ihn Ole. Ich gehe einfach mit dem Torwart mal raus, ganz frech. Schade. Nicht unbedingt immer auf ihn gesetzt, muss man auch ganz klar sagen, aber trotzdem. Rangnick war ja auch eher, ach, ich sag mal so, nach dem, was man so von den Trainern von United immer so hört, ist das auch da ganz schön anstrengend in diesem Verein, ja. Muss man auch mal so sagen, also, und das sagt jeder, das hat Mourinho gesagt, das hat Ole gesagt, das hat Rangnick jetzt gesagt und so weiter, also, uff. Ich will mal eben kurz gucken, Profi-KI tatsächlich, also, das fühlt sich echt ein wenig leichter an, als es war. Aber damit soll es das so ein wenig mit dem, ja, mit dem Fußball-Talk gewesen sein. Das mache ich ja immer ganz gerne, wenn ich eine Runde FIFA spiele. Ich bedanke mich jetzt bei dir fürs Zuschauen. Du findest hier und hier jetzt zwei weitere Videos und kannst hier den Kanal abonnieren, um auch nichts mehr zu verpassen. Mach das also bitte und schreib mir gerne mal deine Meinung so insgesamt in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.